Auf dem Gelände von Garten- und Landschaftsbau Nienkemper wird schon seit dem letzten November an dem Motivwagen der Kolpingsfamilie Reine gearbeitet. Viele fleißige Hände sorgen hier auf teilweise schwindelerregenden Gerüsten und mit viel Energie für ein gutes Gelingen. Mit Präzision, sauberem Schnitt und mit modernsten Hilfsmitteln entstehen hier mit ruhiger Hand wahre Kunstwerke. Gespannt sein darf man schon jetzt auf den fertigen Wagen. Bis zur Teilnahme am Rosenmontagszug in Reine gibt es allerdings noch viel zu tun. Aber wie heißt es so schön? Viele Hände, schnelles Ende.